So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu dieser kleinen Reise in die Tom Clancy-Welten unter dem Titel Clancys Erben. Hier mit unserem grimmig dreinblickenden Superspion oder Schläfer, der schwer bewaffnet loszieht, um Manhattan nach einer pandemischen Seuche, die hier durchgegangen ist, von kriminellen Elementen zu befreien, damit wieder Recht und Ordnung einzieht, so mal ganz auf den Punkt gebracht. In der letzten Folge am Anfang habe ich ein bisschen mehr erzählt, aber das kann ich ja nicht jede Folge machen. Wir haben uns letzte Folge überlegt, dass wir mal gucken müssen, ob wir die Taschen leer machen müssen. Captain, unser jetziges Ziel. They're killing everyone in sight. Damn it, if they blow open the floodgates, then Captain, they've got a... Also der Lincoln Tunnel ist ja vielleicht vielen Begriff. Ihr seht da die Abfahrt runter, da müssen wir uns reinkämpfen. Der ist von Riot und von Aufrührern wird er angegriffen. Wir suchen den Checkpoint und versuchen auf jeden Fall von der Joint Task Force Captain Roy Benitez rauszuholen. Denn der wird uns aber helfen in unserer... Nee, jetzt nicht. Der wird uns in unserer Base of Operations helfen, das Sicherheitsteam wieder zusammenzuklöppeln. Ja, oh, hier haben wir noch eine Mission. Ach, die haben wir schon erledigt. Die können wir nochmal spielen. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's verstanden. Okay, dann schauen wir mal in unser Inventar, ob wir... Ach, wir haben 13. Also wir... So, was haben wir hier? Das wäre natürlich nochmal geil, ne? Wenn wir... Warte mal. Vergleichen können wir mit dem. Widerstand. Ja. Ach so, das senkt nur die Skill Power. Ach so, okay. Ja, dann sollen wir das vielleicht mal ausrüsten hier. Probieren wir das mal aus, wie das dann funktioniert. Ich glaube, es war auch nur die Pistole oder die darunter litt, war das nicht so? Genau, also wenn das, wo stand das denn nochmal? Irgendwas litt doch darunter, wenn wir die Waffe... Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Also wenn die Fähigkeit unter einem gewissen Punkt sinkt, verschwindet die Fähigkeit, das Talent einzusetzen. Leute, ihr seht aus wie Zwillinge. Lasst mich da einfach in Ruhe. Wir machen jetzt auf den Weg. Captain Leach ist der Fan. Dafür gibt es eine Double Barrel Shotgun. Okay. Okay, lasst uns in die Mission vordringen, die wird uns ein bisschen aufhalten. This tunnel is a major supply line for food, meds and weapons from the outside world. But we've got a group of rioters with explosives trying to break through the quarantine there. A JTF garrison is doing its best to hold the line, but they're weakening. And if the rioters blast through the floodgates, the tunnel floods, the supply lines cut, and a whole lot of people die. We've got confirmation that Benitez is there in the thick of it. We need that location secured and Benitez back here at base. So, die Untertitel habt ihr vielleicht ein bisschen gesehen, nur grob zusammengefasst. Benitez versucht, die Stellung zu halten, damit die Versorgungswege in die Stadt nicht gesprengt werden, denn die Floodgates drohen zu zerbersten und damit würde man halt überhaupt gar keine Ressourcen wieder reinkriegen in die Stadt. Schauen wir mal, wie ich mich so schlage. Sagen wir mal so, bisher war es ja eher durchwachsen. Aber wir haben ja jetzt Tag. Ein neuer Tag, bin ich da. Ich habe jetzt was im Ohr, was ich nicht singen darf, sonst gibt es einen Copyright Strike. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir irgendwas zu finden, irgendwas Lootbares. Hinladen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, guck mal einer an. Achso, wir sind voll damit, das können wir alles nicht aufnehmen. Was haben wir hier noch? Fasern zum Craften. Damit kann man halt Zeug wie Rucksäcke oder sowas craften. Aha, das sieht schon wieder aus, als gäbe es da Ärger. Was man an den Gruppen und den Cappies erkennt und Baseballschlägern und so, ist halt schon ein bisschen... Ey, Ratten, wo sind denn die Schäferhunde? Ist halt teils schon ein bisschen billig. Much respect, ATF.
Captain Benitez requesting immediate support at the Lincoln Tunnel checkpoint. These assholes are storming the blockade. If they blow the floodgates, they could put this whole thing underwater. Okay, hier ist eine Akte irgendwo. Wo habe ich die denn da? Polizeiakte oder so. Alright, here's the deal. I got an emergency raft stashed up at a pier on the west side. Now the JTF is still running the blockade on the Hudson, but if we do it at night, we can slip past them. Even with me knowing they're patrolled by heart, though, it ain't gonna be easy. So I'm not giving these spots away. You want a ride, you gotta pay. And remember, no cash, gold, or useless bullshit like that. It's gotta have significant value. but I'm sure you'll figure something out. If you want this bad enough. Tja, also offensichtlich ist es so, dass manche Leute viel, viel Geld dafür zahlen, durch den Lincoln-Tunnel oder über den Pier aus der Quarantänezone zu verschwinden. Man sieht da hinten auch schon, warum. Biohazard-Säcke. Manche Gegenden sind gesperrt. Und hier hat es offensichtlich auch heftigste Gefechte gegeben. Und diese Rioter versuchen halt eigentlich nur rauszukommen. Ist halt die Frage, was man davon halten soll. Und da hinten sind schon die ersten. Wünscht mir Glück. Gab es jetzt eigentlich gar keinen Ausfallschirm für Multiplayer? Das ist ja komisch. Okay, Benzintanks. Offensichtlich haben wir aber keine Zivilisten. Und Peng. Würde ich so nicht sagen. Oh Scheiße, ich habe das abgeschossen. Daneben ist ja ein Tanklaster. Ich hoffe, der ist eine Kulisse. Security Barrier. Heißt das, schon das sollte ein Problem sein, ja? Schauen wir mal rein, ob das ein Problem wird. Ein bisschen den Verdacht, dass sie gleich von hinten angegeiert werden hier. Ne. Aber ja. Wir haben den Tanklaster in Brand gesteckt. Das kann ja nur eine scheiß Idee sein. Was habe ich getan? Ich bin keine Rettung für diese Stadt, ich bin ein Nemesis für diese Stadt. Wir haben hier so eine Fähigkeit ausgewählt, mit der wir... Ach, die haben uns oben gesehen. Scheiße. Oh. Finster. Oh, jetzt sehe ich, komme hier nicht durch. Ach, Mist. Wen kümmere ich mich denn jetzt als erstes, bevor die sich um mich kümmern? Ach, Scheiße. Man merkt jetzt auch diesen Rollenspielbums schon sehr, dass diese Gegner jetzt robuster sind in dieser Mission. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da... Ach Scheiße, die haben da einen Scheinwerfer oder was? Hm. Ich weiß gar nicht, ob es hier Gravity gibt, also hier Bullet Drop. Checkpoint. Ah, wahrscheinlich geht es da erst los. Gibt es da noch was zu holen? Ein bisschen Munition, ne? Und was ist das hier? Heavy Duty Gloves. Ist das ein Bauplan? Nee.
Pistol Damage, Shotgun Damage. Ja. Ah. Ah. Naja, noch ist die Tasche ja nicht besonders voll. Schauen wir mal. Oh, das sieht das nicht einfach geil aus? Ich finde schon. Captain! They're breaking through the tunnel! They're shooting everyone inside! Jesus, it's like getting swarmed by locusts. Don't let them through! Scheiße, was ist sie denn? Ich weiß nicht, ob das die gute Entscheidung ist, da hochzugehen, aber schauen wir mal. Oh, falsches Gewehr. Problem, dass ich keine Rückendeckung hier sehe. Warning. Additional hostiles incoming. Oh ja, komm, ey, wie viele denn noch? Ist die Frage, ob die Captain Benitez, this is Fei Lau. We are division agents and we have eliminated the threat to the perimeter. I'm patching you into our comms so you can direct support to where we're needed. That's good news, but we still got plenty of bad. Some of those bastards made it through when they're planting explosives on the tunnel floodgates. They're trying to get out come hell or high water. If those bombs go off, you know which one we're gonna get. Nicht gut. Können wir die nichts nehmen, oder was? Okay, das war's noch nicht. Wer hätte das gedacht? Und ihr könnt, ich kann hier droppen? Ja, schauen wir. Ja gut, man kann überall droppen, aber ob es gesund ist, ist halt die Frage. Ne? Und es ist ja auch die Frage, ob man in diesem Spiel, man nimmt jetzt einfach so hin, dass man die alle abknallt, aber letztendlich ist ja die Frage, es sind Bürger, die vielleicht auch nur aus der Stadt raus wollen. Ob man da nicht auch mit anderen Mitteln reagieren könnte. Es kann ja aber auch sein, dass die schon alle probiert wurden. So. Gibt es einen Checkpoint, den wir von vorne anfangen muss. Kommt man da irgendwie hoch? Ich höre hier doch wieder was. Guck mal, was ist denn das da oben? Ja, wie typisch in so einem Spiel ist es natürlich. Kommen wir da rein? Hier was zu holen. Sucht man natürlich nach Krempel, den man plündern kann. Oder Nachrichten oder irgendwas. In den Taschen wäre halt auch Medizin drin gewesen. Kann man hier irgendwo hoch? Oder rein? Nee. Ja, sie wollen die Floodgates sprengen. Schauen wir mal. Hier oben noch was Leckeres finden. Enttäuschend. Ich würde hier gerne als erstes da rein, aber da oben kommen wir jetzt irgendwie nicht hin. Oder? Ne, sehe ich nicht. Der springt ja behende aufs Eis runter. Gut. Oh Mann, das sieht schlimm aus. D.
Frage ist halt so ein bisschen, sind hier auch Sprengkörper angebracht? Das hatten wir ja in den U-Bahn-Tunneln bei den Cleanern. Ist halt aber auch toll, wie viel Schaden so eine Rioter anrichten bei dem Equipment von... Ah, da hinten. Wieso habe ich dem denn keine verpasst? Das gibt's ja nicht. That should be an easy kill. Der kennt mich gut. Was ist der denn jetzt? Listen, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover her ass. Oh, Escort-Mission. Ich hasse sowas. Die haben da wirklich Bomben angeschlossen. Aber die war ja auch schnell da, Gott sei Dank. Okay, wo stelle ich mich denn jetzt am besten hin? Warning. Hostiles inbound on your position. Hier merkt man so ein bisschen, dass das auf Multiplayer ausgelegt ist. Ach du Scheiße. Das gedacht. Das sind wahrscheinlich nicht weniger, ne? Wo kommt der jetzt? Oh shit. Besonders extrem paramilitärisch wirken die aber nicht, sondern eher als würden sie verzweifelt raus wollen. Da kommt jetzt hier einer oder was? Oder kriegt's. Habt ihr ein scheiß Problem? Ach ja, ich vergaß, die wollen raus. Also bei zwei solchen Fetten, ihr habt ja gesehen, der Lilane, das ist so ein typischer Rollenspielboss. Das könnte schwierig werden. Ja, danke. Haben wir noch genug? Ja. Nicht noch mehr davon oder gleichzeitig, das wäre nicht so gut. Was für Granaten habe ich denn hier noch? Oh, eine Flammengranate hätte ich auch noch. They don't care who they kill to get what they want. Come on up, and I'll meet you in the control center. Okay. Wenigstens habe ich mich vor euch nicht wieder blamiert hier. Assault Ammo brauchen wir dringend. Ich sah aber eben nach Shotgun Ammo aus. Ob sie daran auch was geändert haben, dass das jetzt selektiert, was man braucht. Da unten liegt noch was. Ah ne, das. Mehr kann man dann immer nicht tragen. Das ist ein bisschen schade drum. Oh, Imsen ist aber ganz schön nahe gekommen. Wo haben
haben die das Zeug hier? Liegt sowas in Manhattan alles immer rum? Oder na, vielleicht haben sie es den Militärs abgenommen, C4. Keep doing that hero thing, you hear me? Naja, ja, auch. Cleaners are using some construction site as their staging point. Okay. Oh. Ist da was drin? Nee, wieder nichts Brauchbares. Ich muss mir größere Taschen zaubern. Immerhin. Habe ich es jetzt ausgerüstet oder was habe ich gemacht? Mit der Steuerung bin ich noch nicht so richtig gut im Moment. Ich muss auch dringend an dieser Electronics, an diesem Wert was verbessern. Das ist eher so meine Spielweise. Was haben wir hier bekommen? Boah. Das ist ja... Schmutz. Ein Fabric. Berge von Schrottwaffen. Insofern kann man sich austoben und sich tausend Sachen craften. Oh, das ist doch nicht schlecht für unsere... Unser G36 hatte doch noch... Hier, FS-Mod. Das hatte doch hier noch keine Optik drauf, oder? Jetzt nicht das hübscheste Scope, aber... Aber wenn es dem Effekt hilft, man sieht ja sowieso nicht durch. Erinnerung nochmal, es ist ein Rollenspiel. Ja, wir haben uns vorhin im Gang kennengelernt, Frau Sprengstofffrau. Was ist denn hier alles noch? All the napalm the cleaners use comes out of that old building site they're using. Aha. Die Cleaner nutzen also das Napalm von einem Fabrikgelände. Jesus, what we got left. Hey Benitez, magst nicht mit mir reden jetzt? Er läuft dich mich. Hope we can count on you and yours this time because we got a hell of a fight ahead of us. Listen up. We got good news, we got bad news. Looks like we got division agents for backup, but these guys out there, they just won't let... Oh, shit. There's your goddamn bad news. Alter, was kommt denn da von, Junge? Müssen wir wohl, ne? Oh, wie viel kommen da? Alter, ich glaube, ich hack. Die kämpfen nicht wie Ratten. Ratten fürchten das Feuer. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mit welchem Feuer fange durch den Feuerlöscher. Moment mal, die sind jetzt... Oh, Alter, geht's noch? Das Feuer... vielleicht mal da oben hin bewegen. Oh, Alter. Okay.
Oh, hier ist gar keine Deckung. Scheiße, das war keine gute Idee. Nein, das Gelände! Aber ihr seht, die Kugeln werden tatsächlich berechnet. Wo kommt das her, Scheiße? Jemand schießt doch hier auf mich. Ach, da hinten hockt er. Der, oh, schöne Lampe. Agent, your playmates have a sniper positioned ahead. Keep your eyes open. Oh shit. Boah. Was war das denn? Alter, wie viel kann der ab? Oh shit. Was mache ich denn jetzt? Weg, das geht nicht. Oh! Scheiße. Oh, oh. Ich habe gedacht, ich wäre besonders schlau, aber man sollte zwischendurch mal die Taktik wechseln, dann, ne, würde ich sagen. Dann laufen wir mal dahin. Mist. Ja, ich hülp ja schon, aber es... Alter. Wo ist denn der jetzt? Ach, da hinten. Ich muss den Penner da oben aber ausschalten, der ist hier gefährlicher. Ich hab zu tun hier, Mann. Ja. Kann man so sagen. Oh nein! Lurker, ja, von hinten angelurkt. Gemeinheit das. Take out the leader. Immer noch dieselbe Objektiv. Na, guck mal, hier unten hätte ich doch gleich anfangen können. Unverschämt halt das. Was ist mit meinen Leuten? Der Dude? Okay, sie sind noch alle da. Das ist natürlich nicht so günstig. Du schon wieder, du Arsch. Und lauf, lauf, lauf. Oh nein, ich will hier... Diese... Loot, diese Deckungsshooter-Mechanik ist halt auch echt kacke zu holen. Ja. Oh. Wo ist mein Team? Sind die schon alle kalt gemacht? Mist. Ah, falsch hochgekommen. Habe ich denn Nebelgranaten oder sowas? Ach, kommst du da mal raus, Junge, oder was? Gibt's da nicht? Wie soll man denn da rankommen? Protect Roy Benitez, ja, ich kann mich kaum selbst schützen. Shit, der hat auch eine Panzerfaust dabei, wie schön. Oh shit.
Ja, unter Beschuss kann man sich nicht heilen. Das ist natürlich ärgerlich. Mann, da muss man doch irgendwie rankommen an den Sack. Wo ist deine Deckung da raus, ey? Zipfelmützenmann. Ja, komm mal her, genau. Yes. Okay, diese ganzen kleinen Feinheiten. Agent, my people say the threat has been eliminated. I thank you, my guys thank you, and the people of New York fucking thank you. I'm on my way back to the base with an escort. Let's talk when you get there. Nice. Good job, Agent. If they'd blown those floodgates, we would have lost a major supply line. Now Benitez can get back to the security wing. See you back here. Sie hatten auf jeden Fall genug Zeit, um hier diese Tore zu sprengen. Da haben wir doch jetzt bestimmt auch noch was zum Refill oder so. Bevor uns nachher unsere... unsere Erste-Hilfe-Pakete ausgehen. Das wollte ich sagen. Gesundheitspakete. Nee, aber ist tatsächlich gar nichts, oder was? Ist ja nicht euer Ernst. Huch, achso. Ach, der ist Gott sei Dank nicht rausgelaufen. Das haben wir Glück gehabt. Agent, we've recovered a disturbing piece of video footage. These rioters are goddamn animals. Lau says she's uploaded it for you. Ja, wir finden ja nach und nach Beweise. Am Times Square, wie man sieht. Nette Leute. Aber hier hat man noch erstmal so ein bisschen gesehen, dass auch der Eindruck von den Straßen so ein bisschen trügt. Ne? Also da hat man ja doch öfter mal schwarze Menschen gesehen, die als Täter dargestellt wurden. Hier ist es ja offensichtlich so, dass das sehr durchmischt war, wer da so drauf geklopft hat. Wir haben noch ein weiteres Evidence hier. Dass also Zivilisten, die verfolgt werden durch eine verlassene Subway-Station. Oh, Times Square ist verlassen. Okay, gut, klar, ist ja alles blockiert. Was haben wir hier? Ein Rikers-Video? Das hat er jetzt noch nicht gezeigt, ne? Hang on, is that it? Oh no, let me call it in. Dispatch is car 24. We have visual on unit 55. Looks abandoned, over. Oh, shit, they're behind us! Forget it, just go! Now, now! Dispatch, this is car 24. We are over... Car 24, what's going on out there? Dispatch, this is car 24. We are... We gotta get back, back up! Okay. Das waren die, am Anfang hatten wir die Cleaner gesehen, jetzt haben wir hier die Rikers-Leute gesehen, also die Verbrecher von Rikers Island, von der Insel, die sich halt zusammengerottet haben und mit ihrer neuen Freiheit nichts Besseres zu tun finden, als zu plündern und zu morden und sich an der Polizei zu rächen. Und das andere haben wir uns eben angesehen. Napalm Production Site ist ja die Mission, von der eben die Kollegin, die Sprengstoffexpertin, erzählt hat. Da finden wir dann die anderen Sachen. Und so finden wir nach und nach immer mehr Sachen. Incident Report. Alright, here's the deal. I got an emergency raft stashed up at a pier on the west side. War, now the JTF is still running the blockade on the Hudson, but if we do it at night, we can slip past them. Even with me knowing their patrols by heart, though, it ain't gonna be easy. So I'm not giving these spots away. You wanna ride, you gotta pay. And remember, no cash, gold, or useless bullshit like that. It's gotta have significance. Alright, here's the deal. Oh. I got an emergency. Achso, man kann es mit Space. Das haben wir ja schon angeguckt. Das heißt, hier gab es dann Leute, die halt versucht haben, Menschen rauszubringen über den Hudson River. Hudson River ist das, ne? Ja, der andere ist der East River, genau. Und ja, so sammelt man nach und nach Kenntnisse darüber, was hier eigentlich in der Stadt passiert ist. Finde ich eigentlich eine sehr coole, eingebettete Methode.
haben wir nochmal wieder was bekommen? Was haben wir denn bekommen? Grütze haben wir bekommen. Manches davon ist auch zufallsgeneriert, also wie stark die Dinge sind, die man so findet, ist halt vom Zufall abhängig. Also man findet dann, also der Computer sagt dann, man findet immer eine Waffe oder einen Bauplan, oder aber man weiß nicht, welche Stärke, und manchmal Level 6, manchmal Level 7 und so. Und so rüstet man sich nachher aus, um in die stärker umkämpften Stadtteile zu gehen. Was natürlich auch eine Art Bias hat. Was sind denn jetzt die anderen zwei Sachen, die ich habe finden können? Verstehe ich gerade nicht. Hä? Er hat mir doch eben angezeigt, dass da noch zwei Sachen offen sind. Zwei New Items. What? Ach so, Appearance. Ach, das wird auch als Items gezählt. Ja, irgendwelche Jackets und so habe ich euch letztes Mal gezeigt. Muss nicht sein. Kann man mit ihm reden? Er wirkt auch so, als hätte er ein scharfes Chili gegessen. Okay. Ein Wasser. Okay, das können wir wieder verschenken. Aber irgendwie kann man das auch ausrüsten. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie es geht. Auch das muss ich mir nochmal angucken. Was haben wir hier? Schön, wenn man sowas alles hinter diesem Buch erst hinterher entdeckt, nachdem man gekämpft hat. Aber gut. Wir haben uns jetzt ja durchschlagen können. Ach, hier gibt es nochmal einen höher. Guck mal. Ah. Oh, ah. Was haben wir hier? Ach, guck mal, hier haben wir uns auch verschanzen können. Gut zu wissen für nächstes Mal. Vielleicht gibt es da noch eine Mission, die hier hinführt. Und hier waren ja am Anfang die Leute. Oh. Eine leichte Panzerweste. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr nehmen? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Was können wir denn mit der leichten Panzerweste anfangen? Oh, sie erhöht unseren Technikwert. Ja, aber Munition, so also wie ich spiele, ist Munition halt auch nicht so schlecht. Ach nee, gar nicht wahr. Ja, genau, das ist ja. Ach so, das ist ja eine Munitionsweste. Ja, wir haben jetzt Firearms relativ niedrig. Irgendwas anderes mit Health hatte ich ausgerüstet, ne? Ach, egal. Oh nee, nicht egal. Guckt euch die Werte an. Nicht egal. Aber die behalten wir, die verkaufen wir nächstes Mal nicht. Hier war doch auch irgendwas zum Runterlassen. Genau, das sollte man immer schön machen, damit man sich flexibler bewegen kann, falls man das nächste Mal hier ins Gefecht geht. Ich wundere mich nur so ein bisschen, dass ich nicht diese Koop-Variante habe ausführen können. Vielleicht bin ich da vorbeigelatscht vorne im Eingangsbereich. Okay. Hier, guck mal, hier ist ja auch noch. Wieso kann ich jetzt wieder nicht sehen, was es ist? Es ist doch zum Mäusemelken. Okay, steigen wir mal runter. Aber wirklich schön finde ich auch den Tag- und Nachtwechsel gelungen und Wetterwechsel und so. Okay, es ist natürlich alles Winter. Es spielt ja nicht in einer endlosen Länge der Geschichte. Da vorne liegt noch Zeug, was wir gebrauchen können. Ah, ein Medpack. Oh, das ist so nett von euch, dass ihr an mich gedacht habt. Ja. Oh. Civilian in need. Ein Energy Bar. Eine Preparedness Bag? Was ist das denn? Ach, das ist auch wieder was, was unseren Electronics-Wert erhöht. Und erhöht auch die Rucksackkapazität. Wir haben neue Taschen dran geflanscht. Diese 120 extra Health, die sind schon nicht schlecht, oder? Ach, egal.
Was denn jetzt schon wieder? Wieso? Oh, der hört aber nicht auf, uns damit zu nerven, wa? Ich habe hier endlos gesammelt in der ganzen Stadt und jetzt kriegen wir halt noch mehr Tünif. Oh, toll. Also, es tut mir leid, aber für mich ist das immer nichts. So, es haut mich nicht vom Hocker, so ein Ausrüstungsgedöns. Ja, geile Turnschuhe, super. Das ist nicht so richtig was für mich. Lieber will ich euch gleich nochmal zeigen, auch wir sind ja auch schon bei 40 Minuten, Alter, wie die Zeit verfliegt. Meint sie meinen Kampfstil? Ja, wahrscheinlich. So. Hier ist ja auch noch so ein anderer Knilch gewesen. Was hier an Kulisse rumsteht und aufgebaut ist, dass dieses Snowdrop Engine das überhaupt alles kann, bin wirklich beeindruckt. War ich damals auch schon. Oh, ich habe eine Waffe, die ist, macht mehr Wumms. Oh, oh Gott. Nee, so eine Spratzi-Uzi, ganz bestimmt nicht. Ja, was machen wir denn als nächstes? Wir sollten eigentlich mal zur Basis zurück, ne? Und auch diese Equipment Points ausgeben. Auf dem Weg können wir nochmal hier so eine Counter bekämpfen. Dann sammeln wir noch ein paar Security Points. Das wäre doch nicht schlecht. Oder? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bleibt mir schön neugierig. Und ich danke euch, dass ihr dabei seid bei meiner kleinen Reise in diese... wir versuchen noch das aufzuknacken. In diese Tom Clancy Welten. Das gucken wir uns nach und nach immer genauer an. Und vielleicht kriege ich das auch ein bisschen besser wieder rein mit dem Kämpfen. Ja, dann bleibt schon neugierig bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.